Seid bitte meine Damen. Nehmen Sie doch Platz. Ich muss Sie noch einen kleinen Moment Geduld bitten. Der Führer füttert eben noch seinen Hund. Er wird Sie in Kürze empfangen. Sagen Sie doch, ich meine, wie soll man denn, wie begrüßt man eigentlich den Führer? Der Führer wird Sie zuerst begrüßen und Sie antworten dann nur, Heil, mein Führer. Was ist mit dem Hitlergruß? Ich denke, meine Damen, das können wir uns schenken. Schließlich sucht der Führer in Ihnen ja keine neuen Soldaten, sondern eine Sekretärin. Am besten benehmen Sie sich ganz natürlich, möglichst unbefangen. Und mal sehen, ob er Zeit für Sie hat. Mein Führer, die Damen aus Berlin sind da. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, meine Damen, dass Sie gekommen sind, zwar mitten in der Nacht. Aber im Krieg ist man unglücklicherweise nicht immer Herr seiner Zeit. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Ich heiße Margarete Lorenz, Heilmannführer. Wo kommen Sie her? Aus Fulda, Heilmannführer. Und Sie, wie heißt Sie? Ich heiße Ursula Puttkammer, Heilmannführer. Und das können Sie ruhig weglassen, Kind. Sagen Sie mir ganz einfach, woher Sie kommen. Aus Frankfurt am Main, mein Führer. Ich bin Johanna Potowski, bin geborene Berlinerin. Um mit genau zu sagen, original aus Pankow. Hedwig Brandt, aus Crailsheim, Schwaben. Und wie heißen Sie? Ich heiße Traudel Humms, ich komme aus München. Eine Münchnerin. Aha. Tja, Frau Humms, da wollen wir mal. Meine Blondie tut Ihnen nichts. Sie hat einen ausgesprochen scharfen Verstand. Überhaupt ist sie viel klüger als die Menschen. Jetzt machen Sie es sich erst einmal bequem. Sie brauchen gar nicht aufgeregt zu sein. Ich mache bei meinen Diktaten selber so viele Fehler. So viele können Sie unmöglich machen. Sie sind noch sehr jung. Wie alt sind Sie denn? 22, mein Führer. Meine deutschen Volksgenossen und Genossinnen, Parteigenossen. Es ist, glaube ich, etwas Seltenes, wenn ein Mann nach rund 20 Jahren vor seine alte Anhängerschaft hintreten kann. Und dabei in diesen 20 Jahren an seinem Programm keinerlei Änderungen vorzunehmen brauchte. Ich würde sagen, das probieren wir gleich nochmal. Ich hab's geschafft, er hat mich engagiert.